So, Teil 2. Und jetzt geht um eine Galerie. Eine Galerie hätte ich machen können mit den gleichen Eigenschaften wie bei dem Menü, und zwar Flex, Display Flex. Display Flex ist aber mehr dafür gemacht, um Elemente in eine einzelne Zeile oder eine einzelne Spalte zu manipulieren, zu kontrollieren, zu positionieren. Wenn man aber eine solche Raster machen will, wie diese, okay, dann sollte man mit einer anderen Werte von der Eigenschaften Display arbeiten, die auch sehr neu, ziemlich neu ist, und zwar mit Grid, wie das Wort schon auf Englisch sagt. Grid ist ein Raster, deswegen ist genau dafür gemacht. Grid gibt eine ganze Möglichkeit, eine ganze Website zu machen. Das heißt, die Eigenschaften Grid könnte man direkt an der ganzen Body von unserer HTML-Seite geben, und so entscheiden die ganze Layout. Aber so weit wollte ich nicht ankommen, deswegen machen wir das in kleine und in einer sehr einfachen Art und Weise. Aber jetzt schauen wir mal, wie habe ich das hingekriegt? Erstmal in der HTML, wo eine kleine für einige Neuigkeit gibt, und dann bei CSS, wie das Ganze mit Display Grid funktioniert. Deswegen gehen wir in den Code. In den Code nehmen wir sofort die HTML. In diese HTML habe ich ein Div. Das ist mein Container nur für die Gallery hinzugefügt. Ich habe eine ID gegeben, Gallery 2, weil inzwischen, heute Vormittag, gab es eine Gallery 1, die aber gestorben ist. Tut uns leid. Und dann habe ich innerhalb dieser Container die unterschiedlichen Bilder. Erklärung: Ich hätte die Bilder in bestimmte Div schließen können. Ich hätte die Bilder einfach frei innerhalb Gallery 2 lassen, oder ich habe eigentlich diese andere HTML 5 Elemente, und zwar Figure, also diese Figur hinzugefügt. Mit diesen Elementen kann man zwei Elemente miteinander verbinden, und zwar ein normales Bild, das wir schon kennen, das kennen wir schon lange und ihr habt immer richtig gemacht. Und dann eine Fig Caption, und zwar eine Bildunterschrift, sollte auf Deutsch Bildbeschriftung. Also der Text, der mit dem Bild zu tun hat. Ich zeige euch, wie das normalerweise aussehen sollte ohne CSS, damit wir erstmal uns nur. So, normalerweise das Bild, das ich hinzugefügt habe, habe ich in Photoshop nicht bearbeitet, und so sieht es so groß aus. Und jede Figur HTML enthält das als Bild und seine Erklärung, seine Beschriftung. Gut, und das für mehrere Mal. Natürlich, in eurer Datei werden die unterschiedlichen Bilder, die ihr habt oder die ihr noch hinzufügt, weil bei einigen waren die Bilder ein bisschen zu wenig, werden mit unterschiedlichen Figure Caption, unterschiedliche Bilder natürlich. Und nie vergessen, bitte, das muss ich betonen wieder, nie vergessen die Attribute Alt in der HTML IMG. Warum? Weil das wird als Fehler gesehen von Dreamweaver, und von Google wird das nicht als Fehler gezeigt, aber es schaut böse auf Google, wenn er sieht, dass keine alternative Text für die Bilder sind. Warum? Weil dieser alternative Text wird gezeigt in zwei Momente, und zwar eins, wenn das Bild aus irgendwelchem Grund ist nicht mehr zu finden. Anstatt einen Leerplatz zu haben, wird gezeigt, hier ist das Bild mit Picasso und so weiter. Auf der anderen Seite, es gibt Browser für Personen, die nicht sehen können, also für Blinde. Und diese Browser lesen den Inhalt von unseren Webseiten. Ne? So in dem Fall Fig 1, bla 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 bla. Und wenn man aber auf ein Bild ankommt, sollte man bei Alt eine Beschreibung von dem Bild auch hinzufügen, damit diese spezielle Browser lesen können, welche Bilder auf dieser Webseite dargestellt wurde, die man aber nicht
sehen kann. Deswegen bitte nie vergessen. Gut, so, welche ist die Neuheit? Die Neuheit ist das, ich habe nicht nur das, sondern ich habe noch ein Fig Caption, und zwar eine Beschreibung von dem Bild unter hinzugefügt, und um ein Bild und seine Fig Caption von der anderen Bild und Fig Caption zu unterscheiden, habe ich alles in diese andere HTML-Struktur geschlossen, also getrennt. Einige von euch haben dieses System schon benutzt und deswegen ist alles klar. Für andere, die nur IMG benutzt haben, wie ich gesagt habe eigentlich, machen wir dieses Mal einen Step weiter. Okay? Gut, das heißt, in HTML habe ich meine Div-Container, Div-Container für die Gallery, nicht für das ganze Seite, ne? Fängt hier an und endet hier. Und dann die unterschiedlichen Elemente, Figuren mit Bild und Text. Hier gibt es eine ganze Menge. Perfekt. Was ist dann passiert in CSS? Schauen wir mal. In CSS, so, machen wir Step by Step. Style, Type, Text, CSS. Style. Okay, das haben wir. Wir fangen nicht in dieser Reihenfolge, wie man hier sieht, sondern wir fangen mit unserer Gallery. Gallery, ich wiederhole, ist diese Div, die die ganze Bilder enthält. So, es ist eine ID, deswegen Hashtag Gallery 2, seltsame Klammer, und dann wir nehmen wieder Display, wir haben wie in der anderen Tutorial schon gesehen, aber dieses Mal nehmen wir nicht Flex, sondern nehmen wir Grid. Das heißt, dass die Elemente, die wir haben innerhalb unserer Div, Div Gallery, müssen in einem Raster dargestellt werden. Ich mache das erstmal weg. Ich mache erstmal Speichern. Warum weg? Weil wir müssen schauen schon, ob etwas sich ändert. Eigentlich nicht viel. Okay, dann gehen wir weiter, weil nachdem wir gesagt haben, wir wollen mit diesem Grid, mit dieser Raster arbeiten, müssen wir sagen auch, wie der Raster aussehen sollte. Und deswegen machen wir diese ein bisschen kompliziert, aber kompliziert nur für den Namen. Grid, also innerhalb unserer Raster, machen wir ein Template. Man kann ein Template allgemein machen, man kann ein Template für Spalte machen oder für Zeilen. Ich habe verschiedene Proben gemacht und am besten geht, wenn man in einer Webseite die verschiedenen Spalten erstmal festlegt. Und wir werden so arbeiten, dass wir werden keine feste Zeile haben, weil die Anzahl von Zeilen hängt davon ab, wie viele Elemente wir in unserem Raster haben werden. Deswegen bleiben wir flexibel, indem wir nur mit Grid, Template, Columns nur die Spalte festmachen. Um die Spalte festzumachen, muss man ihr eigentlich einige Werte angeben. Und da kann man also wirklich viele Möglichkeiten. Ich habe dann eine Abkürzung benutzt. Diese Abkürzung heißt so. Wir sagen an den Browser, bitte, repeat, wiederholt immer diese Muster. Diese Muster ist das, für alle Elemente, die in dieser Div enthalten sind, bitte in drei Spalten trennen. Jede Spalte muss gleichmäßig sein und deswegen für jede Spalte geben wir eine Fraktion, FR steht für Fraktion, von Platz zur Verfügung. Jetzt müssen wir schauen, ob alles funktioniert hat, weil es sieht toll aus. Nur mit dieser habe ich schon einen Raster. Schauen wir mal. Eigentlich habe ich einen Raster, ist ein bisschen groß, aber einen Raster habe ich schon. Das klingt sehr gut. Perfekt. Ich denke, dass genau jetzt ist der Moment, diese eine Breite zu geben. Wir haben gesagt, um Response zu arbeiten, um mit unterschiedlichen Monitorgrößen zu arbeiten, sollte besser sein, dass wir nicht mit genau Pixel arbeiten.
sondern mit Prozent oder anderen Einheiten, wie zum Beispiel FR. Aber FR, kann, also diese Fraktion, kann man nicht überall benutzen. Ne? Deswegen einfach ruhig bleiben da. Wir werden sagen, dass alle IMG, alle Bilder, die aber innerhalb unserer Figur sind, so, Figur MG ist unser Selektor zu sagen, alle Bilder, ja, aber die in dieses System enthalten sind, müssen nicht seine ursprüngliche Größe nehmen, sondern müssen nehmen, was sie zur Verfügung bekommen, und zwar der 100%. Achtung, ihr könnt ein bisschen verwirrend sein. 100% bedeutet nicht die ursprüngliche 100% Breite von der Bilder, wie das auf unserem Computer gespeichert ist, sondern 100% von der Platte, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt, momentan die Bilder sind, ich denke, 600, 800 groß, und deswegen haben wir einen Horizontalscroll, den wir auf der Seite nicht wollen. Der Platz zur Verfügung ist momentan unsere ganze Breite von der Seite, weil unsere Gallery 2 als Div, die alles enthält, hat keine bestimmte Width, keine bestimmte Breite. Deswegen die Breite ist gleich wie die Seite. Falls ihr eine andere Breite angeben könnt, könnt ihr eine Eigenschaften Width machen. Das können wir später probieren. Aber sobald jetzt ich 100% angegeben habe, habe ich gesagt, bitte Bild, benimm dich und nimm nur den Platz, der zur Verfügung steht. Okay? Schauen wir mal, ob sie zuhört. Hat sie gehört? Eigentlich haben wir das in der Platz zur Verfügung, er hat sich angepasst, die Breite und natürlich auch die Höhe, weil sie sind immer proportional, wenn wir nur die Breite eingeben. Und egal wie groß das Bildschirm ist, die Bilder ändern sich. Das ist eine gute Einstellung, wenn man eine responsive Website macht. Gut, und das haben wir auch gemacht. Jetzt, was mir nicht gefällt wirklich, ist das. Aber das könnte jetzt ein Problem sein. Schauen wir mal. Ist das, dieser Platz ist ein bisschen geblieben. Also wir haben keine Entscheidung getroffen, wie viel Platz gibt. Natürlich, wenn das Bild so groß ist, dann innerhalb dieser Seite bekommen wir auch diesen Platz. Aber man könnte probieren, noch ein Margin zu geben an was? An die Elemente, die die Bilder enthalten. Schauen wir mal. Langsam, langsam. Erstmal, Figur ist der HTML-Tag, die das Bild und seine Texte enthalten. Und deswegen werde ich jetzt eine schöne Regel. Ich will sie erstmal sehen. Und deswegen, um sie zu sehen, gebe ich immer einen Background Color. Das ist eine schnelle Art und Weise, sie zu sehen. Das Bild, momentan sehen wir nur hier, weil eigentlich der Rest ist von der Bild, 100% Bild genommen, also versteckt. Entschuldigung. Aber jetzt gebe ich noch eine andere Eigenschaften, und zwar Margin. Natürlich, jetzt ist ein bisschen doof. Ich gebe Pixel, aber wir können uns das erlauben erstmal. Voilà. Solange ich keine Margin angegeben habe, sind die Margin automatisch erstellt worden. Wenn ich aber bestimmte Margin, also Außenabstände, eingebe, dann wird das auch respektiert. Was ändert sich? Ändert sich natürlich dann die Maße von den Bildern, die wir haben. Ne? Und guckt ja mal, falls ihr sagt, ja, aber jetzt die Bilder sind ein bisschen zu groß. Ihr könnt sagen, okay, dann probieren wir mit 4 Spalten. Ja, das geht besser. Ne? Und so weiter und so fort. Wie ihr seht, jedes Mal, dass ich Werte ändern in der Breite oder in der Anzahl von Spalten, ändern sich auch die Anzahl von Zeilen. Deswegen haben wir die Zeile erstmal freigelassen. Guckt ihr mal, wenn ich sage nur 2 Spalten, natürlich die Anzahl von Zeilen wird mehr. Ja. Und so weiter und so fort. Gehen wir wieder treiben, nicht schlecht. So, unsere Galerie ist gemacht. Die einzige Sache, die man machen könnte, ist hier die Thick Caption ein bisschen zu ändern.
Machen wir das und dann sind wir auch fertig. Figge Käppe schon. Das ist ein HTML-Tag, deswegen können wir direkt seinen Namen eingeben, ohne andere Buchstaben. Und geben wir das. Wir wollen einen Padding-Top, also einen Innenabstand von oben 5 Pixel. Ja, wenn wir, aber auch von unten, dann machen wir so. Dann ist wirklich funktioniert. Dann habe ich was gemacht. Ah, okay. Wenn ich diese Doppelwert angeben will, dann muss ich Padding und nicht Padding Top eingeben. Ah ja, jetzt. Dann wäre toll, wenn wir das zentriert haben. Text Align. Center. Voilà. Und so weiter und so fort. Kann man noch weitere Sachen machen, spielen, wie ihr wollt, aber das ist unsere Gallery. So, was ich in diesem und anderen Tutorial zeigen wollte, ist diese Eigenschaften Display. Display ist eine neue Art und Weise, die das Layout von einer HTML-Seite durch CSS zu gestalten. Und das ist ein bisschen mehr flexibel als andere Eigenschaften wie Position, Float und so weiter. Das heißt nicht, dass diese anderen Eigenschaften nicht gut sind, dass böse sind, sondern das Display hat die Sache ein bisschen einfacher gemacht. Ein bisschen einfacher auf einer Seite, weil wenn man kennt, wie das funktioniert, weiß man auch, welche Eigenschaften sollte man nehmen. Aber auf der anderen Seite, es gibt so viele mögliche Kombinationen von diesen Eigenschaften, dass ich selber ein bisschen verrückt geworden bin. Aber das werdet ihr ja nicht bezahlen, ist alles inklusive. Gut, dann auch für diese Galerie wäre fertig. Natürlich, die Galerie wird dann als Bereich in unsere Hauptinhalte von eurer Seite für eure Künstler hinzugefügt werden. Ich habe in meinem Beispiel von letztes Mal eine Galerie hinzugefügt und genau da wird hinzugefügt diese ganze Fig-Caption, Figur, Image und so weiter. Okay, und natürlich nie vergessen, die entsprechende CSS hier rein zu kopieren. Bezüglich was wir letztes Mal gemacht haben und wo ich einen kleinen Fehler gemacht habe, ist hier, und zwar, ich habe euch gesagt, dass bei jedem Hauptelement innerhalb der Container sollte eine feste Breite angegeben werden, um den Inhalt ein bisschen zu kontrollieren. Ich habe 1000 Pixel ausgewählt, hat einen Grund, aber momentan ist vollkommen egal. Bleibt bitte zwischen 1000 und 1200. Bei größerem Breite könnte man auf einige Bildschirme Probleme haben. Ne? Aber das habe ich angegeben, nicht nur bei der Header, sondern auch bei dem Navigationsmenü, bei dem Main Content. Die Bereiche innerhalb Main Content brauchen das nicht, weil einmal im Main Content ist schon okay. Und dann bei der Footer. Und dann sollte wieder alles in Ordnung sein. Das heißt, ihr könnt den Inhalt hinzufügen, wie groß ihr wollt, und sollte kein großes Problem sein. Das einzige Problem, die ihr haben könnt, sind die Bilder. Wenn die Bilder keine Width mit CSS oder wenn die Bilder zu groß sind und ihr habt mit Photoshop nicht kleiner gemacht, dann habt ihr ein Problem. So bitte entweder mit CSS das lösen, wie ich gemacht habe in diesem Tutorial, oder einfach in Photoshop kleiner machen und wieder speichern. Das geht auch wunderbar und das ist eigentlich auch die erste Option, die wir nehmen sollte. Ja? Was noch? Die Aufgabe, also in meiner Videoerklärung, allgemeinen Videoerklärung, habe ich gesagt, dass ich werde diese Übung wieder machen. Ich habe überlegt, aber dass man braucht das nicht, wenn man diese Korrektur macht. Das heißt, ich spare euch eine andere Stunde Erklärung von Videotutorial. So, ihr könnt bleiben mit dem Tutorial von letztem Mal. Müsst ihr nur aufpassen bei dieser Widget und dann alles sollte gut sein. Und was noch? Die Aufgabe ist einfach, und das ist der letzte Step dieses Mal, wirklich, dass nachdem ihr diese neue Seite, mein Lieblingskünstler, in diese neue Struktur mit Div und so weiter gemacht habt, ihr müsst nur das Menü in der Menüleiste
Ist ja nichts. Okay, das Menü in der Menüleiste hinzufügen und die Galerie in der Galerie hinzufügen. Und dann sollte alles in Ordnung sein. So, wenn es Fragen gibt, wir gehen später in Online-Campus und wir sprechen direkt da. Bis dann, ciao!